Hallihallöche, meine Freunde! Und damit herzlich willkommen zurück zu The Forest. Irgendwie kommt es mir so vor, als hätten die Entwickler die Tageszyklen, also den Tag-Nacht-Zyklus, guck mal, ob wir Federn haben, als hätten die Entwickler den ganz genau 20 Minuten lang gemacht. Weil die meisten Let's Player ihre Folgen 20 Minuten lang machen. Nein, wir haben keine Federn, verdammt. Aber wir haben einen Varani. Zack. Her damit. Und mein Pfeil hätte ich auch gern wieder. Danke. So, einen Hasen vielleicht? Irgendwo? Nein? Oh, ich wollte noch einen Köcher machen. Das sollte ich auch demnächst mal tun. Oh, da ist einer. Und jetzt ist er weg. Hier könnte ich Vogeldinger hinbauen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ja, oder ich warte bis... Nee, den... Ich könnte auch warten. Ich habe mir überlegt, den hier. Ach nee, komm, dann machen wir es hier hin. Oh, ich habe wieder Zähne. Juhu. Und noch ein Zahn. Mehr Schad. Okay. Was sind das hier? Heidelbeerstrauchsamen. Sehr schön. Hase? Hase, Hase? Nö. Okay. Vogelhaus, Vogelhaus, Vogelhaus. Lagerung? Nein, 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 nein. Vogelhäuschen. So, machen wir mal eins hier hin. Das bräuchte dazu Bäume noch. Und eins machen wir hier hin. Vielleicht dürfen die wirklich nicht ineinander reinragen. Und dann machen wir noch eins hier hin. Was soll's? Weil wir brauchen viele Federn, wenn wir viele Pfeile machen wollen. Da sind Federn immer wichtig. Knochen für Knochenpfeile. Feuer für Feuerknochenpfeile. Und Federn. Federn brauchen wir für alle Pfeile. Aber wie gesagt, die Knochenpfeile ist ja logisch. Nimmst den Knochen, brichst ihn durch, hast davon voll das scharfkantige Ding. So ein Knochensplitter ist, glaube ich, ziemlich heftig. Und ja, die sind sehr, sehr gut, die Knochenpfeile. Hase? Ja, 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 beruhig dich. Erstmal durchatmen. Schön durchschnaufen. Hase? Mein Jäger-Outpost hier. Hase. Hasilein. Wo ist es denn? Da ist es. Nein. Erwischt. So, Pfeil. Pfeil. Und ein Hasenfell. Ich glaube, wir brauchen auch noch ein Rehfell. Bin mir nicht so ganz sicher. Aber wir brauchen auch noch mehr Bäume. So, was sagt die Ausdauer? Ja, geht noch. Dann schmeißen wir gleich mal den Hasi. Och nein, ich habe zugemacht. Oh Mann. Ich bin doch blöd. Okay, pass auf. Nicht reinfallen, nicht reinfallen. So, schön liegen bleiben. Gut. Geh mal eine Runde schwimmen, was soll's. Komme ich nicht auch hier hoch? Ich dachte, ich kann hier auch hoch, nein. Epp. Naja, egal. So, dann... Oh, hier ist voll.
Dann hängen wir da drüben was hin. An unseren Erstversorgungsstand. Hier. Nein. So. So. Das war's, oder? Ja. Hep. Und hep. Merke, mache dieses Ding nicht mehr zu bei Nacht. Beziehungsweise gehe nicht mehr außen rum. Aber brauche ich jetzt ja auch nicht mehr. Denn wir haben ja die Vogelhäuschen jetzt nicht mehr da dran. Die kann ich aber da dran lassen. Das ist, glaube ich, völlig irrelevant, ob ich die mitnehme oder ob ich die da lasse. So, tut mir leid, aber es muss sein. Ich brauche auch dich fürs Trockengestell. So, einen Köcher muss ich gucken, dass ich mir einen Köcher baue. Mach erstmal hier dieses Stück kurz fertig. Hier den. Ist hier sonst noch einer? Hier hat's noch genug. Da liegt noch alles voll mit Bäumen. So, ich renne mal nicht ganz so. Wir sind ja hier nicht auf der Flucht. Ich meine, im Moment noch nicht. Ich denke immer, da passiert gleich was, weil mein Rechner rechnet wie blöde, aber das ist, weil er eben hochlädt. So, immer mal wieder ein kurzer Sprint ist schon drin. Also echt, diese Karnickel. So, ich mache jetzt erstmal dieses da oben fertig. Und wenn ich dann da oben bin, dann crafte ich mir da einen schönen Pfeilbeutel. Wir könnten das fast verbinden, aber nur fast. Ich hatte das letzte Mal schöner, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, tschüss, Bambi. Ich brauche dann mal dein Fell bei Gelegenheit. Naja. Oh, wir sind schon wieder K.O. Naja, gut, dann laufe ich halt mal ein bisschen langsamer. Ich muss mir angewöhnen, auch ab und zu mal ein bisschen langsamer zu laufen. So, wohin mit dem letzten Stamm? Also, wir kommen ohne Probleme hoch. Gut. So, jetzt haben wir hier einen Übergang. Wunderbar. Okay, so, jetzt erstmal gucken hier. Lagerung. Equipment. Ah, halt, nicht hier. Sondern hier. Hasenfell. Köcher. Hasenfell und drei Hasenfälle und ein Seil. Dann haben wir einen Köcher für Pfeile. Ja, wunderbar. Bewahrt zusätzliche Pfeile auf. Sehr schön. So, diese Holzpfeile können wir eigentlich zu Feuerpfeilen machen. Ah ne, dann ist blöd mit Jagen. Ne, da warte ich mal. Da warte ich noch. Was können wir mit Echsenhaut machen? Tarnrüstung. Echsenhaut und Blätter. Ja, ne. Und mit Hasenfell noch am Start. Wärmeanzug. Hasenfellstiefel. Naja, warum nicht? Drei Hasenfelle und zwei Seilchen. Aber wir haben keine Seilchen mehr. Aber wir können theoretisch Seile machen. 1, 2, wie viel? 7. Ach ey. Steinbeutel. Da haben wir es doch. 3 Seile. Und was? Hasenfell? Oder was ist das für ein Fell? Ich glaube, das ist ein Hasenfell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ein Seil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Noch ein Seil. Und wie viele Seile? 3. Ah, kann ich nicht mehr nehmen. So, zack. 1, 2, 3. Stiefel. Ausrüsten. Anziehen.
Ablegen. Anziehen. Habe ich die jetzt an? Huch. Ja, ich habe Hasenfeldstiefel an. Wunderbar. Da kommt wieder ein Vogel angeschossen. Okay, Köcher haben wir. Hasenfeldstiefel habe ich. Allzu viel Stoff sollte ich auch nicht verbraten. Brauchen wir immer mal wieder. Aber das mit dem Steinbeutel ist schon auch gut. Speertasche brauchen wir auf keinen Fall. Warum wurde der Steinbeutel nicht angezeigt? Ah, hier beim Seil, beim Stoff wurde der angezeigt. Steinbeutel. Drei Seile. Was ist das da unten für ein Fell? Hexenhaut, Hasenfell, Rehfell. Speertasche, Wärmeanzug. Was brauche ich dazu? Drei Seile, ein Tuch. Wir haben ein Seil. Jetzt haben wir zwei Seile. Eins, zwei, drei Seile. Ein Tuch. Und irgendein Fell. Hasenfell? Nein. Rehfell? Nein. Hexenhaut? Hä, was denn dann? Was ist das denn? Da ist doch irgendein Leder. Wir haben Rehfell, wir haben Hasenfell, wir haben Echsenhaut. Was gibt's denn noch? Rehfell, Hasenfell, Echsenhaut. Echsenhaut ist es nicht. Hasenfell ist es nicht. Rehfell ist es nicht. Ich kapier's nicht. Naja, ist egal. Wir haben zumindest mal unseren Köcher. So, dann müssen wir hier. Würde ich nicht. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Eigentlich auch in diese Richtung. Entschuldigung. Ich gucke nur gerade, in welche Richtung wir rausgehen. Ich würde sagen, in beide Richtungen und hier auch noch ein bisschen. Also würde ich hier mal Referenz. Huch, einfache Treppe genommen. Wollte ich nicht. Referenzlänge machen. So. So. Bis hier. Dann kann ich das dann hier gleich auch nochmal machen. Ist das gleich? Ja. Aha, da hinten rennen sie schon wieder. Die Wilden. So. Das ist jetzt schwierig zu sehen. So vielleicht. Ja, sieht glaube ich gar nicht schlecht aus. Könnte gut sein. Ach komm, dann machen wir das ja auch gleich. Wenn wir schon die Richtung haben. So vielleicht? Nee, das geht nach oben. Die hier sind einigermaßen gerade. Ist nicht so einfach. So, mal schauen. Hä, das geht doch schon wieder nach oben, sag mal. Warum sieht das von hier so komisch aus? Echt, ey. Huch.
So, ich guck mal so. Naja, so ist es gerade, aber immer noch tiefer als das hier. Und nicht ganz bis zum Rand raus. Vielleicht sollte ich das von hier anfangen. Nein. Wie kann ich das revidieren? Toll, jetzt habe ich es gebaut und ist wieder falsch. So, jetzt habe ich wieder diesen Bug hervorgerufen. Oh Mann. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht nochmal eins bauen. Nein. Verdammt. Okay. Jetzt habe ich hier wieder diesen Bug. So ein Mist aber auch. Na gut, dann hole ich mal ein paar Stämme in der Zeit. Solange die Wilden da hinten drum rennen, ist es mir egal. Oh, meine Ausdauer. Ich glaube, da esse ich mal was. Wie sieht's hier aus? Da ist doch bestimmt was Getrocknetes dabei. Ja, wunderbar. So. So läuft das doch. Okay. Ja, mein schief und krummes Haus. Egal, der obere Teil, der wird dann besser. Huch. Jetzt habe ich mich da auf die Bank gesetzt. Ah, ich glaube, ich muss die anderen Baupläne muss ich schon soweit fertig kriegen, bevor ich speichere. Denn sonst sind die auch weg. Da gab es dann ja diesen Fehler. Und da hatte mir gesagt, das Savegame wäre kaputt und ich musste das Spiel tatsächlich neu starten. Und das Savegame war aber nicht kaputt. Ich musste aber trotzdem das Spiel neu starten. Also merke, beim Bauen nie E drücken, wenn man noch nicht fertig ist. So. Wenigstens geht das hier. Vielleicht hört es ja auf, sobald eins fertig ist. Das könnte natürlich auch sein. Frage ist nur, ob wir es noch fertig kriegen vor Sonnenaufgang. Beziehungsweise Sonnenuntergang. So meine ich. Ja, im Wasserfall ist es eigentlich voll egal, ob man, ja, ob es regnet oder nicht. Es plätschert eh die ganze Zeit. Das ist bei Regen halt lange nicht so schön. So, das hier ist fertig. Das ist immer noch da. Ah, da laufen sie wieder. Die Herren Nachbarn. Naja, gut, da oben. Das stört mich ja jetzt nicht sonderlich. Das sind echt deren Laufwege hier. Die muss man beachten. Beim Fallen aufstellen. Kein Baum mehr. Gar keiner? Hm. Ein Rehchen. Rehchen. Naja. So, das würde ich schon gerne noch fertig kriegen. Aber wenn die hier immer noch durchlatschen. Wobei die letzte Patrouille ist ja gerade eben durchgelaufen, also vielleicht habe ich eine Weile Ruhe.
Ich würde halt schon gerne den anderen Bauplan vorher fertig kriegen. Denn, sonst ist der wahrscheinlich auch weg. Oh, schön durchatmen. Ja, dann schmeißen wir den hier um. Noch ist er noch ein bisschen hell. Die 20 Minuten sind zwar eigentlich schon um. Aber vielleicht werden die Tage auch irgendwie länger. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber... irgendwie haben wir noch Tage übrig. Beziehungsweise wird es jetzt, glaube ich, schon dunkel langsam. Aber ich würde halt schon gern dieses Ding hier noch so weit wie möglich fertig kriegen. Ich glaube, ich mache mal von oben. Huch. Habe ich beide hingemacht? Ich hoffe. Voll durchgefallen. Vergessen, dass man darauf hier gar nicht stehen kann. Erst wenn es fertig ist. Huch. Ah. Okay, dann halt von hier. Na, einer noch oder zwei. So, keine Ausdauer mehr. Da galoppiert ein Hase weg. Und ein Waran spielt mit meinen Bäumen. Nee, es ist nass. Igitt, igitt. Und dann diese Hasenfellschuhe, die bestimmt vollgesogen sind. Okay, das war's. Den hier kriegen wir ja nirgends rein. So, dann können wir gleich schlafen gehen. Aber möchte ich das hier mal anschauen? Ja, das ist wunderbar. Perfekt. Und dann gehen wir nämlich hier von der Länge her auch bis dahin. Okay, wir gehen da ganz schön hoch. Oh Mann, die Mauern, die werden so krumm und schief werden. Ich kann es ja mal kurz probieren. Eigene Wand. Zack. Huch. Nein. So, von hier. Mal schauen, so bis hier. Hier. Nur mal so testweise. Und bis hier. Ja, ich will das jetzt nicht erstellen. Ich will das jetzt wieder... obwohl, geht eigentlich. Sieht gar nicht so schlimm aus. Wird gar nicht so schief und krumm, die Wand. Ich dachte jetzt, die Wände, die gehen dann so furchtbar durcheinander. Aber das sieht gar nicht so schlimm aus. Kann man, glaube ich, lassen. So, Wände baue ich jetzt noch keine. Erstmal soll der Boden noch bis hier weiter. Und dann gehe ich hier nochmal eins raus. Und wir machen dann, glaube ich, hier so den Eingang. Das hier wird Veranda mit Platz für Trockengestell und so weiter. Und noch ein paar Arbeitsgeräte und so. Okay, so, dann würde ich sagen, ja, gehe ich mal rüber zu meinem Feuerchen. Schön wieder igniten. Bisschen was reinpfeffern. Und schlafen. Was ist das? Oh, Schlamm. Wir haben uns eingeschlammt. Oh, Vögelchen. Sehr gut. Auch Federn. Federn, Federn, Federn. So, diese kleinen Stäbchen habe ich auch mitgenommen. Die kann ich da eigentlich drauflegen.
Oh, ich habe auch noch einen Lurch. Oh, ich habe da auch noch viel Zeug hängen. Schon wieder ein Vogel. Zwei Vögel. Oh, ich kann kein Mini-Fleisch mehr aufnehmen. Gut, dann hauen wir die hier rein. So, dann würde ich sagen, schlafen wir. Wurde geschnappt. Ach komm. Hauen wir den auch noch rein. Und da liegt auch noch eins. Na toll. Lauter kleine Vogelsteaks, die wir alle nicht brauchen. Na, vielleicht ist eins fertig. Dann gehen wir nicht hungrig ins Bett. Das wäre doch auch mal was. So. Hier ist diese komische rote Dingens. Dann schlafen. Und dann gleich speichern. Speichern. Und zwar auf diesem hier. Falls wieder was kaputt gehen sollte. Okay, Speicherstand ist überschrieben. Und ich mache hier eine kleine Folgenpause und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei The Forest. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.